Synergien. Es sollte nicht zu lange dauern. Okay, das kann ich gar nicht nachgucken. Nevermind. Also ich kann es schon nachgucken, aber da müsste ich jetzt richtig googeln. Das dauert mir zu lange. Also ich gehe einfach mal... Ich würde sagen, es macht mehr Schaden, weil... wenn man Isaac anguckt... Ach, mein Mauszeiger sieht man gar nicht. Das rechte Auge ist ja so geschwollen. Da kommen normalerweise dann die stärkeren Tränen raus. Und das ist ja auch das Auge, aus dem wir lasern, also... Müsste eigentlich jetzt jeder Schuss stärker sein. So nach Logik. Aber keine Ahnung. Ich muss sagen, unsere Item-Kombi ist gut. Lebenstechnisch steht es auch nicht so schlecht. Warte, da können jetzt Skelette rauskommen. Walnut. That's a hard nut to crack. Ah, das Item hatte ich... Das ist ein Trinket, das droppt Zeug, wenn die Nuss kaputt geht. Ich glaube, wenn man Schaden nimmt. Es gab auf jeden Fall irgendeine Sache. Ah, genau. Wenn man Schaden nimmt, droppt es Zeug. Mom's Toenail. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich muss ganz schnell dieses Trinket loswerden. Ganz, 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 ganz schnell. Mom's Toenail sorgt dafür, also Zehennagel, sorgt dafür, dass. Mams Fuß ab und zu random auf Gegner tritt. Problem an der Sache, wenn kein Gegner in der Nähe ist, tritt der Fuß auf uns. So, jetzt Two of Spades. Ein neues Item. Ich werde so oder so einsammeln, das ist klar. Aber ich gucke kurz nach, was es tut. Es sei denn, es ist der letzte Müll, aber bestimmt nicht. Analogstick. Tears up. Außerdem kann man jetzt diagonal schießen. Okay. Wenn man Gamepad hat, dann kann man in alle Richtungen schießen. Ich spiele mit Maus und Tastatur. Ah, guck mal. Okay, wir können jetzt diagonal schießen oder gerade. Und halt kürzerer Tier-Delay, das ist der eigentliche Grund fürs Einsammeln. Das Ding habe ich mir immer noch nicht gemerkt. Ich glaube, das war irgendwas mit Tarot... ich weiß es. Das verdoppelt den Effekt von Tarotkarten. Also entweder liege ich jetzt falsch oder ich liege richtig. Ha, ich habe das Schrägschießen benutzt. Bin so gut. Ja, dafür bräuchte ich jetzt ein Gamepad. Da hinten ist ein blauer Stein und ich komme nicht dran. Da wird auch der Boss sein in der Richtung, deswegen gehe ich jetzt wieder zurück. Bei, gibt es überhaupt noch irgendwas auf der Ebene, was wir haben wollen? Eigentlich nicht. Nur den Goldraum. Es könnte noch einen Stachelraum geben. Okay, wir sind stark. Enttäuschend. Was? Aua. Was sind das für Dinger? Die sind neu. Das ist das, was... Na, wie heißt's? Okay, Horrorraum. Mit 30 Bombenbettlern. Ich kann mich ja einmal kostenlos treffen lassen, deswegen gehe ich auch immer wieder raus. Möchte ich auch noch spielen? Also auf jeden Fall nicht an so vielen. Yay, rote Herzen. Eigentlich will ich nicht an euch spielen. Oh, guck mal. Unendlich Bomben und Master of Lockpicking. Finde ich besser als den Penny. Damit konnten wir Goldkisten umsonst öffnen. Aber cool, was es jetzt alles für Räume gibt. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass hier der Geheimraum ist. Schade. Aber wir können jetzt so viel sprengen, wie wir wollen. Oh, unendlich Bomben. Geil. Die hole ich mir. Oh, guck mal, da habe ich gerade
Kann nicht sein, dass ich schon immer versucht habe, schräg zu schießen. Irgendwie benutze ich das gerade. Also bei der Gamepad wäre es natürlich jetzt wesentlich geiler. Aber ich spiele mir noch. Das Item ist eigentlich auch ganz gut. Das Trinket, meine ich. Das sorgt dafür, dass man ab und zu zufällige Pilzeffekte bekommt. Also schneller rennen kann oder mehr Schaden macht, größer ist. Aber kann auch übrigens die ganze Karte aufdecken. Ist auch ein nicer Effekt. Aber brauche ich ehrlich gesagt nicht. Gerade uns geht es auch so gut genug und Goldkisten für umsonst öffnen ist eigentlich immer ganz nett. So, jetzt tippe ich mal drauf, dass hier der Geheimbaum ist. Hallo? Oh, wenn wir richtig Glück haben, dann ist der hier oben. Nice. Warum Glück? Weil jetzt können wir uns in den Kampfraum sprengen. Wie viel Geld? Okay. Das funktioniert nur einmal. Also man muss die Wand jedes Mal neu aufsprengen. Die können wir kostenlos öffnen. Für nichts. Okay. Ganz toll, mega fetti. Bin stolz auf dich. Was? Das hat mich getroffen. Ich glaube, mega fetti ist mit einer der ekligsten Sachen, die man hier in dem Geheimraum bekommen kann. Guck mal, ich kann schräg schießen. Du nicht. Okay, du kannst auch schräg schießen. So, dafür... Ah! Spawn doch direkt in mir. Das Schrägschießen müsste ein paar... Oh. Ein paar Bosse einfach. Ich könnte eigentlich auch mit Bomben kämpfen. Hier, nimm eine Bombe. Die schwarze Glühbirne. I think it's broken. Was kriegen wir so viele neue Items in dem Run? Finde ich ja richtig gut. Die kaputte Glühbirne. 0,5 Speed, 1,5 Range, 0,3 Shot Speed, 0,4 Tears. Und 1,5 Damage. Wenn Isaacs Item keine Aufladungen hat. Also für uns nutzlos. Schade. Aber es hätte was Gutes sein können. Vor allem das Item ist ja richtig gut, wenn es funktioniert. Also ist halt noch die Frage, was passiert, wenn man... Oh. Was passiert, wenn man ein Item hat, das keine Aufladungen hat, wie... weiß ich nicht. Wie die... Pandora-Box. Das hat ja keine Aufladung. Ist das dann dauerhaft aktiv? Oder was passiert, wenn man kein Leertasten-Item hat? Super Geheimraum, hallo? Oh fuck. Das war dumm. Komm, gib mir was. Gib mir was. Gib mir was. Gib mir was. Auch eigentlich keinen Lack. Geh weg. Blöder Automat. Gib mir mein Geld zurück. Ah doch, das hat sich gelohnt. Hier können wir einfach drüber laufen, dank dem Holy Mantle. Können uns ein paar Wege verkürzen. Jetzt nehme ich dich mit. Mehr Tarotkarten. The Devil. Das können wir direkt beim Boss einsetzen. Und das nehme ich auch noch mit. Devil können wir direkt beim Boss einsetzen, dann haben wir zweimal den Devil-Effekt. Also einiges an Schaden. The Hollow. Warte, bei dir setze ich das nicht ein. Okay, The Hollow auf kleinem Raum ist natürlich weniger geil. Stirbt aber trotzdem recht schnell. Jesus Juice, Damage und Range. Also Range brauchen wir natürlich überhaupt nicht, aber... Ja, also irgendwie ist der D6 ziemlich nutzlos in diesem Run. Kriegen eigentlich nur guten Kram. 80% Devil Deal Chance. Das heißt... Ah, wir haben ordentlich Bomben.
Blaues Feuer kann Seelenherzen droppen. War früher aber, glaube ich, auch mal mehr. Hallo? Danke. Tiefen 1. Das Gute ist, dass wir dieses Mal ausnahmsweise keine Probleme mit diesen komischen Gesichtern haben. Dead. Sind die da unten gerade beide in ihren eigenen Tod gelaufen? Ich glaube ja. Hallo Geister. Bye bye Geister. Ah! Was zur Hölle? Also mal davon abgesehen, dass ich hier rerollen will. Weil das ein Leertasten-Item ist, das Monster spawnt. Das gibt ein bisschen Damage ab und das hatten wir glaube ich schon in dem vorherigen Run. So, Blue Map deckt Secret-Räume auf. Und du bist Two of Hearts. Schade. Okay, bye Shop. Die Batterie lasse ich erstmal liegen, weil bis zum nächsten Raum haben wir auf jeden Fall... Aua. Warum ist der losgefahren? Hi. Tschüss. Das ist ein Trinket. Left Hand sorgt dafür, dass statt Goldkisten und braunen Kisten, also normalen Kisten... immer Devil-Kisten, also die roten spawnen. Möchte ich nicht haben, weil wir haben ja den Lockpick dabei, also brauchen wir keine Schlüssel. Und die roten Kisten sind zwar recht gut, wenn man Guppy werden will, aber ehrlich gesagt glaube ich, wir brauchen Guppy gerade gar nicht. Wir haben heute so Item-Glück. Das müsste eine Bücherei sein, oder? Book of Sin, Item Generator, kein gutes Item. Wenn ich die beiden neu rolle, kommen dann wieder Bücher raus? Müsste ich eigentlich ausprobieren. Wenn ich euch rerolle. Okay, es werden wieder Bücher. Das wäre natürlich dauerhaft mehr Leben. Ich glaube, das haben wir letzten Run schon gemacht mit Isaac. Die, das Buch gegen den Würfel getauscht. Ich glaube, das mache ich dieses Mal auch. Weil Rerollen ist zwar nett und so, aber... Nee, für eine braune Kiste mache ich das nicht. Dauerhaft sich Leben geben zu können, finde ich halt besser, weil... Wir sind schon recht stark. Wir sind nicht mehr darauf angewiesen, unbedingt ein gutes Item zu bekommen. Also was das Beste, was wir jetzt noch bekommen könnten, wäre ehrlich gesagt der Spoonbender. Also Verfolgungstränen. Der war am Rasten. Hilfe. Zu viel. Secret. Schade. Ich habe auch was Gutes gehofft. Den D6 bewahre ich mir auf jeden Fall noch für den Devil Deal auf. Ach du Scheiße, Pin! Wie viele? Okay. Das war verwirrend. 4 Pins sind 3 zu viel. Und nie so viel Schaden durch Pin kassiert. Ja, komm her. So. Boss gefunden. Ich will erst euch kaputt machen. Ich möchte nämlich keine von diesen schwarzen Kugeln mehr haben. Was bist du? Setze ich später ein. Hallo Boss, Monstro 2. Das ist auf jeden Fall ein Job für den Devil.
So. Reg dich ab. Autsch. Komm, stirb. Natürlich spawnst du nochmal deine komischen Drecksfliegen. Pyjama gibt Seelenherzen. Ich glaube sonst nichts, aber ist auch nett. Das Jupp-Jupp-Baby bringt uns, glaube ich, mit dem Laser sowieso nichts. Mom's Knife. Was macht Mom's Knife mit Tech? Das überschreibt es, glaube ich, einfach nur. Und ich kämpfe wesentlich lieber mit Tech als mit Mom's Knife. Auch wenn Mom's Knife macht... Dann wirft man halt das Messer immer. Das macht deutlich mehr Schaden. Also ist ein Schadensmultiplikator. Aber man hat halt immer nur das eine Messer, was man wirft. Und keine Ahnung, ich bin zu schlecht dafür. Aber ich muss das mal ganz kurz nachgucken. Tech... Mom's Knife. Okay. Jetzt die Frage, war Technologie der durchgehende? Jetzt muss ich nachgucken, ob wir Tech 1 oder Tech 2 haben, verdammt. Tech. Technologie 2. Continuously und Technology Laser Tears. Isaac Tears are replaced. Okay, wir haben Technologie und nicht Technologie 2. Jetzt die Frage, was passiert mit Technologie und Mom's Knife? Mom's Knife und... Okay. Warte. Ich nehme das mal mit. Bitte sag mir, dass das Wiki recht hatte. Okay, das ist geil. Wir können jetzt Tech und das Messer gleichzeitig benutzen. Das macht uns stark. Also da nehme ich sogar Mom's Knife mit. Weil jetzt ist es ja quasi nur was Zusätzliches. Dann hat sich sogar das nochmal gelohnt, den D6 dabei zu haben. Es ist halt nur die Frage, konzentriere ich mich jetzt auf den Laser oder darauf, das Messer zu werfen? So schlecht mit Mom's Knife. I can see forever nochmal. Ein neues rotes Herz nehme ich gerne mit. So, was wollten wir jetzt noch machen? Ach ja, genau. Wir sagen jetzt dem D6 bye-bye. Und nehmen uns unsere mobile Heilung mit. Das da unten ist übrigens die Bibel One-Hitted Mom und It Lives killt einen, wenn man sie bei Isaac, meine ich? Also bei Isaac oder bei The Lamp. Nee, bei Isaac. Ich glaube, wenn man die bei Satan einsetzt, dann stirbt man selber instant und Moms Heart und Mom kann man damit One-Hitten. Und gibt einem halt Fliegen für einen Raum, aber da ist Heilung das deutlich bessere Item. So, würde ich sagen, haben wir eigentlich eine ganz witzige Kombo.